Well, dear friends, destiny awaits. What your parents began, it is down to you to finish. Nice. Erstmal herzlich willkommen zurück. Ja, ich werde wahrscheinlich bloß das Ende noch reingeschüttelt haben. Im Endeffekt war ich richtig gewesen, aber ich weiß nicht warum. Ich musste da einfach nur ein bisschen rumlaufen und dann kam das auf einmal. Das war doof. Das hat auch nicht wirklich lange gedauert, vielleicht eine halbe Minute oder so, aber ich speichere jetzt für euch aber das Spiel doch mal, bevor wir vielleicht. Also ich glaube, die Bedrängnis, sind wir hier überhaupt schon mal drauf gegangen? Ich glaube nicht. Aber das ist halt so, naja. Naja. Und ich weiß nicht, vielleicht, ja, aber was haben wir denn eigentlich hier? Brennstoffkanister, er hat hier eh nicht mehr Platz. Das ist der Blöde. Also ich kann ihm gar nicht mehr weiter drauf drücken. Was haben wir? Oh, am Waffen haben wir gar nichts. Okay, dann haben wir bloß den Knüppel. Toll. Ich glaube, Dings hat alles. Na gut, dann gucken wir uns erstmal in der Pyramide ein bisschen um. Oh. Ja. Ich dachte, geil. Warte mal, hat er den nicht ausgerüstet? Den Knüppelmann. Ich dachte erst so geil. Sollten wir auch so hinkriegen. Jetzt können wir wenigstens noch Waffen oder sowas holen, aber nein. Abdul hat ja auch keine Waffen gehabt. Darian! There's no way through. You'll have to find another way. Go on, I can take care of myself. Das glaube ich, weil du hast ja alle Waffen, Frau. Na super. Da blinkelt was. Aber sollte man hier einfach irgendwas nehmen? Da blinkt doch was. So, es sieht aus wie eine Art Hebel. Ich wollte gerade sagen, okay, cool, aber das sah mir doch sehr nach Falle aus. Ja, das. Ich weiß, ich hoffe, ich habe noch genug Dings. So, verpieselt euch mal. Habe ich das überhaupt dabei? Und holt hoch. Na ja, gut. Ich meine, wir haben ja noch die Herzen, ne? So ist nicht. Ich habe auch die Befürchtung nicht, dass ich jetzt zu schnell mache. Warte mal, da ist. Ja, Amulett. Sehr schön. Nicht, dass wir zu schnell machen. Hallo? Ach, hier kam die hier raus? Okay, hier können wir, glaube ich, irgendwas einsetzen. Hier ist eine seltsame Einkerbung, als ob ein kleines Objekt entfernt wurde. Ah, das müssen wir natürlich erstmal wieder besorgen. Okay. Ja. Kommen wir gleich durch? Nee. Haben wir denn hier auch eine Karte von unserem schönen neuen Ort? Jawohl. Okay, dann gucken wir auf der anderen Seite, wo uns natürlich auch wieder Besuch. Hier jetzt ohne Waffe ist halt ein bisschen, also ohne Fernkampfwaffe ist halt ein bisschen Schiete. Oh, wen haben wir denn hier? Was liegt denn hier rum? So, okay, natürlich nichts Nützliches. Flammenwerfer hat der. Hat Abdul noch einen Flammenwerfer gehabt? Der wäre natürlich ganz nützlich. Okay, seltsame Einkerbung. Toll, jetzt komme ich jetzt hier schon gar nicht mehr weiter. Die Leiche hat nichts. Ah, hier geht's noch weiter, okay. Das sieht. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus, als ob ich da irgendwie was verschieben könnte. Ich höre doch hier was. Ah. Komm, what's up? Na?
Okay, er beruhigt sich anscheinend nicht komplett. Das ist ein bisschen doof. Ah! Okay. So kommt man also weiter. Toll. Wahrscheinlich für die Einkerbung. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich das wegnehme. Dass wir nicht wirklich weiterkommen. Oder ich muss irgendwas anderes drauflegen. Aber ich habe ja. Da habe ich ja nichts weiter, ne? Das ist ja völlig symmetrisch. Eher wie die auf dem Werkzeug. Wenn ich natürlich jetzt einen leeren Brennstoffkanister hier drauf packen könnte, wäre das cool. Also bis zum Gewichtsausgleich. Kann ich aber nicht. Okay, das Blöde ist, ich muss halt. Ich schätze. Ich kann es auch nicht draufpacken. Ah, ja. So kann ich es machen. Ich dachte, ich muss es übers Inventar machen. Ach, bin ich doof. Ich sehe es gerade. Glaube ich. Wir hatten ja schon lange keine Rumschieberrätsel mehr. Nicht, dass ich dann wieder daran verzweifle, wie im Museum damals. So, das sollte theoretisch drunter stehen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich es zu weit geschoben. Okay. So, das sollte jetzt aber passen, oder? Aber das Ding ist, ich habe ja bloß ein Objekt. Wo nutze ich das am blödsten? Wo nutze ich das am blödsten? Zeitig genug dran ist, ist das ja egal. Da reicht uns doch der Knüppel aus. Aber ich glaube, die Leiche hat ja eh nichts gehabt, oder? So, der Furz verflüssigt, verflüssigt sich, ja. Verflüchtigt sich. Oh. Ich sehe den nicht mal richtig. Bleib jetzt liegen hier. So. Ich gehe mal unten. Ich gehe mal gleich hier ausprobieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach bloß zurück können. Aber ich stehe richtig, ne? Was hatten wir schon mal, dass wir beim. Ich glaube, das war bei dem Aufzug richtig stehen mussten. Okay, dann scheint es hier nicht reinzugehen. Keine Ahnung, obwohl das, glaube ich, das gleiche Symbol ist, aber das muss jetzt nicht unbedingt was bedeuten. Ich meine, auf dem Weg zurück, ich könnte eigentlich mal bei Abdul vorbei. Hier, these pages from the journal will help you. Okay, ich wollte eigentlich bei dir vorbeigucken, ob du vielleicht ein Flamber warst, aber in Ordnung, dann lesen wir erstmal. Warte. Ja, okay, dann gucken wir erstmal. Abdul, hast du. Und du hast gar keine Waffen mehr. Okay, dann hat sich das erledigt. Vom Tagebuch. Memo. Warnung. Todesnotizen. Ist das das? Die neue Sammlung. Brief von Darrens Vater. Nee, dann muss das gewesen sein. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir das schon. Alles hatten. Also wir haben schon was, aber na egal. So, 6. Mai 65. Heute betreten wir endlich das Grab. Seit Jahren warten wir auf dieses Ereignis und die Ausgrabungsarbeiten der letzten paar Monate waren wohl auch die anstrengendsten. Meine Frau und ich werden seit fast 2000 Jahren die ersten Menschen sein, die zuvor. Okay, das hatten wir schon, das weiß ich. Vorstellungskraft. So, 7. Mai 65. Dies sollte der größte Tag unseres Lebens sein. Wir sind jedoch völlig alleine. Ich finde kaum die Worte, um zu erklären, was heute hier geschah. Doch ich muss meine Gefühle zügeln, wenn diese Aufzeichnung wissenschaftlichen Wert haben soll. Wie hierzulande üblich, hat alles sein Preis. Deshalb konnten wir gegen genügend Einheimische als Helfer bei der Öffnung des Grabes gewinnen, trotz der Befürchtungen, die sie anfangs hegten. Die abgestandene Luft stammte direkt aus der Hölle, doch ich habe Zeit meines Lebens nichts Süßeres gerochen.
8. Mai 65. Wir haben alles, was wir aus dem Grab des Theth retten konnten, konserviert und treffen nun Vorkehrungen für die lange Reise nach Hause. Diese Aufgabe wird durch Gerüchte von merkwürdigen Geschehnissen, die anscheinend in den Dörfern kursieren, erheblich erschwert. Ich kann nicht leugnen, dass sich Unruhe in der Gruppe bereit macht. Vor allem Joseph und Clarissa wollen so schnell wie möglich nach England zurück. Ja, okay, aber inwiefern hat mir das jetzt geholfen? Also, ja, dass da irgendein komischer Fluch drauf liegt, ja, das wissen wir ja. Das ist jetzt nichts Neues. Hä? Ach, da war das. Okay, er guckt drauf. Und wenn ich es hier nicht... Doch, hier kann ich es benutzen. Kann sagen, wenn ich es hier nämlich nicht benutzen könnte, dann wäre ich ganz schön aufgeschmissen gewesen, was wir überhaupt machen sollen. Okay. Oh, warte mal. Diese Aufzeichnung soll mir helfen. Da waren Bilder mit dabei. Ich schätze mal, das soll das sein, ne? Die Obenansicht? Gut. Also, wie wir hier bei dem Raum weiterkommen. Ich schätze mal, das kann ich verschieben, ne? Okay, lass uns mal schnell nochmal drauf gucken, wo. Okay, der Eingang war da. Das erste von unserer Seite jetzt aus links vom Eingang. Das erste links vom Eingang. Also müsste das einfach bloß da reingeschoben werden. Nehme ich mal an. Und das andere war, glaube ich, gegenüber einfach nur, ne? Das letzte, ja. Okay, das sollte richtig sein. Und dann kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Raum, oder? Ja. Und da geht das Rätsel, denke ich mal, weiter. Weil wir mussten jetzt vielleicht eine Platte oder sowas aufnehmen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Oder war es das schon? Okay. Ich dachte, da kommt noch mehr. Skarabäus-Statue gefunden. Ja gut, das sind ein paar Tierchen. Ich meine, ich hoffe, die verlieren... Ja. Ich kann mich jetzt leider um den nicht kümmern. Oh, warte mal. Kann ich den nochmal ziehen? Er blinkt, warum kann ich den nicht ziehen? Scheiße. Weil ich dachte, okay, den da einsperren und die Krabbelviecher... Ich lasse den jetzt erstmal da. Das ist mit dem Knüppel halt ein bisschen... Ich würde den zwar schon wegkriegen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass diese dämlichen Krabbelviecher kommen und dann, naja, knabbern die mich dann langsam auf. Theoretisch müsste es ja dann eigentlich hier reingehen, ne, wenn wir das jetzt gefunden haben. Okay, Pyramidenstatue habe ich trotzdem. Na toll. Na toll, und der trifft die... Ah, Kamera! Ach, natürlich hat er es mich jetzt schon wieder vollgesaut, oder was? Ich muss die halt wegkriegen, ne? Hilft alles nicht, auch wenn die mich jetzt verletzen. Aber wir haben ja genug. Das geht aber jetzt sehr rapide. Das geht sehr rapide. So. Das geht sehr rapide. Shit.de. Das Gute ist bloß, wir kriegen ja noch einen, ne? Jo. Okay,
gehen wieder eins zurück. Okay, hier bloß ein bisschen vorsichtiger. Es geht auch und wir kriegen sogar noch ein Herzchen wieder. Also, so schwer ist es ja eigentlich wirklich. So. Sehr nice. Aber unser Freund war wieder hier gewesen. Komm mal her hier. Dass ich aber keine Waffe habe, nervt mich gerade ein bisschen sehr. Also, ich bin froh, dass ich Victoria hieß er, glaube ich, ein bisschen üben konnte vorher noch. Na toll. Was machen wir denn nun? Tür ist ja jetzt zu. Dass wir damit ein bisschen üben konnten mit dem Knüppel, damit das vernünftig auch funktioniert. Nur, ja, jetzt ist die Tür von der anderen Seite zu. Das kann ich nicht nochmal irgendwie raus. Naja, ist auch blöd, nicht das rauszunehmen. Da hinten ist zu. Okay, vielleicht muss ich auch erstmal näher rangehen, dass der mir irgendwas sagt. Oder Abdul hat irgendwas. Ich meine. Er wird doch noch entscheidend Fakt, oder? Lol. Ich traue dem Ganzen aber nicht so wirklich. Besonders von dem, was da oben ist. Hier ist eine seltsame Einkerbung, als ob ein kleines Objekt entfernt wurde. Gut, dass ich da ein bisschen pessimistisch gerade war. Okay, den halben Stein am Ende, ne? Auf der linken Seite, beim dritten. Mal ein bisschen weiter. Okay, das müsste hier sein. Und das müsste theoretischerweise der hier sein. Yo. Ding ist, hab ich den jetzt immer noch dabei? Nee, hab ich nicht. Okay, das. Wir müssen mal gucken, welcher Raum denn der nächste wäre. Wir haben ja noch einen. Okay, die Statue muss bloß da hoch und dann Feuer an. Ich traue dem Kollegen hier vorne nämlich gerade nicht. Weil wenn da der Geist reingeht oder Dings reingeht. So, eine furchterregende ägyptische Krieger. Ein Glück, dass er es nur eine Statue ist. Ja, das wird aber wahrscheinlich zum Leben erwecken werden. Lol. Okay. Glaube ich. Ich bin dezent am Arsch. Ich meine, es ist schön, dass wir Amulette kriegen, ich bin aber trotzdem dezent am Arsch. Weil, ne, von wegen, die sind ja nur Statuen, ist ja alles schick und so. Mhm. Hier gab es aber trotzdem nichts mehr. Dann sagt er zum Kopf nichts. Ich meine, das Einzige, was wir hier reinmachen können, ist ja jetzt hier, aber ob das. Nee, können wir nicht. Seltsame Einkommen, als ein kleines Objekt entfernt wurde. Wir hatten hier eine Statue. Oh. Na toll. Das ging schnell. Die haben auch echt gar nicht viel gebraucht. Habt ihr irgendwas? Ja, das ist toll, dass ich hier Kugeln für eine Pistole kriege, aber ich habe halt keine Pistole. Mist hatten, Alter. Warum musst du auch alles haben? Was? Sie haben die D-Jib-Statue mitgenommen. Ich habe die D-Jib-Statue mitgenommen.
Okay, so komme ich da wahrscheinlich rein, oder? Obwohl hier unten es noch weitergeht. Aber es scheint... Wasser? Granaten. Ja, gut. Gut. Als Notfall. Okay, ich schätze mal, dann komme ich ja mit der da durch. Darien, komm! There is no time to lose. You must find Miss Sutton. Halt die Klappe, Alter. Halt einfach nur die Klappe. Nur vor die Cyber, ne? Jetzt muss ich aber mal... muss ich eigentlich nicht, weil, ganz ehrlich, wir haben einen Frachtraum. Weil er gerade Frachtraum schreibt. Wir haben bei ihm ja schon geguckt nach Waffen. Ach, nee. Da bringt mir das ja nicht viel. Aber was ich ihm vielleicht mal geben würde... Nein, möchte ich nicht. Er hat ja eh noch einen Inventarplatz voll, dass ich mal hier sowas loswerde, nur für den Fall. Granaten behalte ich mal. Okay, dann kann das ja eigentlich nur die... Stand ich wieder nicht richtig? Ich stand bloß wieder nicht richtig, natürlich. Hä, nein. Ja. Ich werde es aber trotzdem erstmal mit dem Knüppel, weil wir werden irgendein Riesenviech wahrscheinlich kriegen. Oder, na okay, vielleicht ist es hier gar nicht mal so schlecht. Aber wir müssen jetzt eigentlich in den Raum kommen, der in dem Tagebuch noch erwähnt wurde. Ich meine, solange ich hier eine Schmopse, dann geht nämlich die Tür auf. Ich will hier keine Totenruhe oder sowas stören. Oh, fuck. Oh, nein. Treffe ich den überhaupt? Ich glaube, gegen den habe ich keine Chance, oder? Scheiße. Ja gut, wir haben ja noch einiges davon. Ich muss, glaube ich, nochmal in die Aufzeichnung gucken. Das haben wir gemacht. Die Pyramide auf so einen Sockel. Aber wo, der ist irgendwo in der Ecke, aber wo? Ich meine, müsste mir der nicht auch irgendwas sagen? Ich meine, wir sind Gott sei Dank noch nicht geköpft worden. Von hier sind wir gekommen. Ich meine, wenn die jetzt auch noch alle lebendig wären, bin ich am Arsch. Abdul, helf mir mal. Fauler Arsch. Dass er zudem aber auch nichts sagt. Blöd ist halt, ich find's nicht. Also ich find die Ecke nicht. Oh. Natürlich. Und ich kann die halt auch nicht kalt machen. Die schmeißen halt mit ihrem Scheiß. Ich versteh's nicht. Mich würde es ja mal interessieren, ob man die mit dem Granatwerfer irgendwie kalt machen kann. Ich sehe hier keine fucking Statue, Mann. Wo ich hier was machen könnte. Wisst ihr was? Ich versuche einfach mal den Granatwerfer. Ich probiere jetzt einfach mal den Granatwerfer auf, weil die gehen mir ein bisschen in den Sack. So. Jo, bringt halt gar nichts. Ich kann. Oder. Ja, okay, er steht jetzt einfach nur wieder da. Natürlich, okay, das bringt gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Lol, ich habe aber eine Pistole. Okay, ich behalte den Knüppel trotzdem erstmal weiterhin dabei. Möglich wäre es ja auch, dass die sich irgendwo bestimmt hinstellen, aber ich muss halt...
den dämlichen Sockel finden, wo ich das draufstelle. Und dann anscheinend entzünden. So, so wie es aussieht. Ach, hä? Ach doch, jetzt bin ich wieder in den Raum hier reingelatscht. Ich verstehe es halt nicht. Kannst du nicht nochmal was schmeißen und den Sockel halbieren? Das wäre ganz cool. Ich meine, ich will auch jetzt nicht eine Ewigkeit hier wieder rumlatschen. Ich meine, wir hatten ja schon gestern. Ja, gestern ist diese ewig lange Folge, wo dann nichts war. Wo wir hier eigentlich ganz gut vorangekommen sind, aber ganz ehrlich. Wo? Auf welchem Sockel? Der muss ja hier eigentlich irgendwo sein. Ich meine, hier oben würde ja auch keinen Sinn machen, oder? Ich meine, die Herrschaften haben wir schon gesehen. Ich kann halt auf keinem Sockel. Obwohl das eigentlich für eine Folge reicht, oder? Ich will es halt nicht übertreiben. Nee, dann machen wir es diesmal so. Ich guck mal ein bisschen rum. Weiß nicht, wo ich jetzt dann die richtige Säule finde. Hier unten war ja auch nichts, oder? Nee, hier ist was eingestürzt. Ja, dass ich dann mal gucke, was für eine Säule wir nehmen. Oder wo die ist, wo wir das aufstellen können. Und würde dann sagen, dann sehen wir uns. Ja, ich hätte auch gedacht, bei so einer Feuerschale oder so, ne? Ja, dann sehen wir uns morgen dann wieder, wenn ich das Richtige gefunden habe. Also, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, ciao.